Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, mein Name, ich hätte noch rote Socken anziehen sollen, oder? Ich brauche rote Socken, Leute. So, und zwar, ich habe ein Bäckle gekriegt von dem lieben Andreas. Ja, erstmal sorry, Andreas, dass es so lange gedauert hat. Da kommt noch ein Video, was dann das Ganze ein bisschen erklärt. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Hier hat es nicht ganz so viel, aber da bin ich wenigstens getroffen. Ne? Das ist das Wichtigste. Ist mir jetzt gerade noch das Paket hier auf der Ecke gefallen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen wenig Zeit, weil ich ja die Überraschung gemacht habe. Da kommt bald ein Video, das muss ich ja noch schneiden und so. Und ich dachte, es ist halt ja, zum Teil von Single-Ohrenbock oder so. Ne? Ist jetzt geklärt, ist es nicht. Es ist tatsächlich für mich. What? Was ist denn das hier? Lithium-Pulli mehr oder was? Moment, was wollen wir das? Kleine Bomben hier oder was ist los? Ich weiß wirklich nicht, was hier alles drin ist. Weil ich dachte, dass der Andreas ein Bäckle für einen Single-Rumtopf schicken wollte. So wie ich das mal für einen F-Lose gemacht habe. Das sind irgendwelche Akkus, das sind Lithium-Polymer. Die sind aber schon aufgebläht, mein Guter. Jetzt sag nicht, das ist der Balancer für die zwei Zellen, Alter. Und trotzdem Schrott. Ah. Ja, die sind auf jeden Fall aufgebläht. Okay, die nicht. Aufgebläht. Also ein paar davon hier sind aufgebläht, mein Guter. Hast du da mal noch ein paar Infos für mich? Was jetzt hier Sache ist? Sind die außen RC-Auto oder was? Oder? So, dann haben wir hier BU126. Ich nehme jetzt mal an, dass das Transistoren sind. BU204. Ja, hier sind auf jeden Fall. Ah, sehr gut. Dankeschön. Eine Kiste voll ja, Transistoren. Das sind sogar ein paar alte mit dabei, wenn ich das jetzt richtig sehe. Guck mal, die haben sogar. Die haben sogar goldene Kontakte. Ja, das sieht man so nicht. Wieso habe ich eigentlich das Kameralicht an? Guckt mal. Vergoldet, Digga. Ja, moin. Und doch Kleinsignaltransistoren. Warte mal, hast du denn noch eine Schaltung reingedonnert? Was denn das denn? Ein Gleichrichter mit Drossel. Oder was? Ah ne, warte mal, hier ist ja auch noch was. Hier fehlt irgendwie der Basisanschluss oder was? RMF oder aktive Gleich. Soll das ein aktiver Gleichrichter sein? Oder was soll denn das sein hier, Digga? War noch ein Transistor drin. So, machen wir weiter. Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Oh, noch mehr Akkus. Hä, wo hast denn du so viele von den Dingern her hier? Das sind wieder die Polymer hier. Ganzer Hut voll. Warte mal, schau ich mal eben raus. So. Ich vermute ja, dass fast das so ein Modellbauauto ist oder irgendwas. Hä? Da musst du auf jeden Fall mal hier ein bisschen was pfeifen. Das ist jetzt ohne Balancer. Okay. Sieht ja fast aus wie Handy-Akkus, ne? So die ersten. Okay. Ey, ich bin aber ehrlich, Digga, weiß ich jetzt gar nicht, was ich damit anfangen soll, ne? Weil es sind einige. Also gut, schon mal zwei Beutel hier nur mit Akkus. Was haben wir hier noch? Noch ein Beutelchen. Noch mehr Akkus! Hä? Digga, wo hast denn du so viele Akkus her? What the fuck? Das ist nochmal ein Beutel voll mit den roten Dingern. Ja, die sehen aber. Die sehen irgendwie noch gut aus.
Das sind auch schon gebrauchte. Also da musst du auf jeden Fall mal hier, Digga, schreib doch mal bitte was. Was hier los ist. Okay, was haben wir hier? Eine Kiste, eine ominöse. Ohne Kabel, ohne Anschlüsse, ohne alles. Ist einfach nur eine Kiste. Oh nein. Was ist das? Nee, warte mal, da ist ein Dings drin. Ich glaube, das ist ein Schaltnetz. Aber wieso hat das keine Kabel, Digga? Okay. Da war halt interessant, ob das noch geht oder soll ich das reparieren oder. Hier nochmal größere Lithium-Polymer. Also, du bist hier Lithium-Polymer auf jeden Fall. Oh! Guck mal! Falco, Lastwiderstände! Hey! Ah, vielen lieben Dank, sehr, sehr gut. Und hier ein paar Schalterchen. Das ist auch immer gut zum Basteln. Und Relais. Also ein paar Sachen hier. Oh, das sind mehrere. Oh. Mein Guter, hast hier ein paar Relais reingepfiffen. Das riecht gut. 230 Volt. Sehr schön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Relais, Widerstände und diese Schalter. Ah, Top-Dinger. Oder ist es sogar ein Taster? Ist es in die eine Richtung Taster? Zweimal Schalter. Sehr gut. Top. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was Ausgebautes, Geschlachtetes, IAFZ46N mit Kühlkörper. Das Ganze zweimal oder sogar dreimal. Ne, hier haben wir nochmal einen Kühlkörper mit IDA2030A. Ein fünfbeiniges Baute. Dann mal gucken. Dann haben wir hier zwei Netzteile. Das ist jetzt für 13,8 Volt. Die kennt ihr ja sicherlich. Und das ist für, auch für 13,8 Volt. Keine Ahnung, ob die jetzt noch funktionieren oder nicht. Wenn die noch funktionieren, bist du wahnsinnig, Digga. Ich denke, kannst du verkaufen. So, was haben wir hier noch? Wieder eine ominöse Box mit LEDs drin. Zweimal. Aber hier hat schon jemand die LEDs gestohlen. Nein. Ich keine Ahnung, was das ist. Irgendwie eine Anzeigetafel oder irgendwas. So, was haben wir hier noch? Nochmal ein Einschalter vom PC-Netzteil, Kaltgerätestecker. Hier auch. Kaltgerätestecker mit Schalter, gleich hier so integriert. Und Sicherung. Gut. Du guckst auf jeden Fall meine Videos, Digga, du weißt, ich brauch so einen Scheiß. Dann haben wir noch ein PC-Netzteil. 14,36 und das Original ist durchgestrichen. Hier wurde dran rummanipuliert. Hast du umgetüdelt oder was? Brauchst du nicht mehr? Hm. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Ich vermute jetzt einfach mal, dass alles noch geht, was du mir geschickt hast. Da steht ja hier nirgendwo defekt oder irgendwas. Was soll denn das sein? Alcatel Lucent. Das braucht minus 54 Volt, Leute. Ich habe nur plus 54 Volt, geht nicht. Scheiße. 360 Volt Power Supply. Moment. Hä, was ist denn das? Nee, Output. Minus 54 Volt und plus 12 Volt 10 Ampere. Und 54 Volt mit 4 Ampere. Boah. Wie bist denn du verrückt? Also das ist eigentlich, wo braucht man denn 54 Power Supply? Hm, keine Ahnung. Aber hm. Für was hast du das genommen? Oder vor allem mit so einem Stecker hier? Krass. Habe ich so noch nicht gesehen. Gut, was haben wir hier? Eine Platte? Was für Fieber- und CO2-Laser? CO2-Laser? Das ist die Platte unten oder was? Hm. Naja gut, das kriege ich schon. Kriege ich noch verbastelt. Hier noch so ein Teil. Ist das jetzt auch so ein 13,8er? Ne, das ist 12 Volt 8 Ampere, Leute. Krass. Also hier das 12 Volt kann ich gleich mal sagen, wer das braucht oder so, meldet euch mal bei mir.
Ein 12 Volt brauche ich natürlich nicht. Hier ist nochmal der Stecker, der gehört bestimmt hier nochmal so. Hä? Ah, da hast du extra noch einen zum Anbilden hier rangemacht oder was für mich? 9? Hä? Das hat doch kein Geld ausgeben wegen mir, was ist das? Irgendwie ein Kasten. Das ist doch das Bedienfeld oder was? Oder ist das das hier? Da kommt, soll das hier rein oder was? Oh! Hast du mir das etwa für meine Raum... Das ist doch hier die Raumschiffkonsole, Digga. Kann ich mir hier... Das ist doch so gedacht, oder? Krieg ich wahrscheinlich nie wieder raus jetzt die Platte. Oh nein! Ah, doch, sprichst du raus. Ey, das ist ja geil, so riesen so, ne? Wenn ich jetzt so mein... Falco, ich muss meinen Raumschiffplatz bauen. Das ist die Konsole hier. Geil. So, und dann haben wir noch ein Servernetzteil. 10 und 4 Ampere. Oh, hier ist aber auch schon. Ah, du bist auf jeden Fall hier aktiv am Basteln, du, sehe ich gerade. Das hast du hier, damit es einschaltet, ne? Und hast du dir hier gegönnt. Aha, schön. Ich nehme an, das funktioniert aus 12 Volt und 5 Volt. 12 Volt, 66 Ampere. Komm! Das kleine Ding fast so wie meine Batterien. Nicht schlecht. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das finde ich hier, das gibt mir zu denken. Ja. Ne, schön hier der Amador und alles. Ultra Lichtgeschwindigkeit oder was weiß ich. Zack. Geht's los. Ne, wahnsinnige Geschwindigkeit war das, ne? Gut, vielen lieben Dank. Und ja, falls du was brauchst oder so, oder ne, mal ein GMF oder was bist du geil, melde dich einfach nochmal bei mir. Und dann hast du, was denn hier? Das ist noch ein Fahrrad. Noch ein Fahrrad, wenn die... das ist aber schon neuer was. Oder? Kenn ich gar nicht. Na, egal. Ja, das war's. Tschüss.